Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play oder Let's Test Gwent, könnte ich sagen. Machen wir wieder mal einen Let's Test draus. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Test Gwent, Open Beta, Closed Beta, tut mir leid. In der Version 0.8.13 übrigens. So, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal auf freies Spiel, suchen uns einen Gegner, spielen mit dem Deck Nördliche Schlacht, das ich beim letzten Mal ja schon vorgestellt habe. Und ich würde sagen, wir suchen erstmal nach einem geeigneten Gegner. Das geht eigentlich relativ fix immer. Im Hintergrund schon die Kriegstrommeln und die... ja, jetzt haben wir einen Gegner gefunden. Schön! Die Kampfmusik quasi setzt schon ein. Stirb, du Wurm! Hey! Sag nicht Wurm zu mir! Vorwärts! In den Kampf! Vorwärts in den Kampf! Jawohl! Wir spielen gleich gegen ein Monsterdeck. Oh Gott, ich habe Angst. So, verbrennen kommt mal weg. Drei Karten kann man neu ziehen. Regis haben wir gezogen. Sehr schön. Shani haben wir auch. Okay, nice. Einen von denen haben wir, dann kommt eine Schwalbe weg. Wir haben keinen... Okay, Schwalbe kommt erstmal. Geralt, wow, okay. Also ist Donner oder Schwalbe weg? Ich weiß es gar nicht. Komm, lassen wir es. Annehmen. So. Er beginnt. Bin gespannt, was er uns in den Weg setzt. Ach so, das. Ja gut, das macht er nichts. Habe ich jetzt? Nein, okay. So, Regis. Ich freue mich, dass deine deduktiven Fähigkeiten noch so gut erhalten sind. Ja, und ich mich erst. Apropos, Goldkarten unter Volltests Herrschaft haben den Vorteil, dass sie sich automatisch, wenn sie ausgespielt werden, um 2 verstärken. Das heißt, wenn Regis war vorher 6 und jetzt ist er 8, weil er gespielt wurde. Gut. Okay. Das heißt, wir führen jetzt trotzdem noch um 3 Punkte. Ich passe erstmal. Er kann mich jetzt entweder überholen oder auch nicht. Je nachdem, wie er will. Mir ehrlich gesagt egal. Wenn er mir den Punkt schenkt, werde ich kämpfen bis zum Schluss. Tut aber nicht. Dafür hat er jetzt seine Karten rausgehaut. 3 Stück und ich habe nur eine investiert. Ist halt so. Man startet hier auch mit 11 Karten, weil die Anführerkarte als eine Karte zählt. So, Regis kommt zurück. Und wir ziehen 2 Karten zwischen der ersten und der zweiten Runde. Also ist Donner nochmal und, naja, okay. Auch interessant. Die Kuh ist ihm geblieben. Es ist wunderschön. Er schaut sich gerade meine Karte an. Man sieht auch, was der Gegner macht. Es ist unglaublich. Es ist einfach toll. Und man kann sich hier rechts immer auch wunderschöne Karten ansehen. Ich bin gespannt, was er macht. Wow. Zauberkarten greifen Goldkarten nicht an, Mensch. Gut, okay, egal. Na gut, ich würde sagen, das hier wäre jetzt unklug, weil dann hätte er ein 9er Monster auf seiner Seite. Ich spiele blaue Streifen. Tod den Feinden! Ja, tod den Feinden! Das war jetzt ein kluger Schachzug. Nice. Okay, passen wir. Was er gerade gemacht hat, er hat gesehen, dass ich quasi momentan übermächtig bin, ein kleines bisschen. Und er hat die Kuh schon wieder nicht einlösen können. Der arme Mann. Und hat gepasst. Entweder gibt er jetzt schon ganz auf, oder auch nicht. Bringen wir es hinter uns. Kann es sein, dass der zum ersten Mal mit Monstern spielt? Irgendwelche letzten Worte? Nö, eigentlich nicht. So, folgendes. Der Typ hier, die Schlacht kaum erwarten, der sich nach 2 Zügen von alleine in eine Goldkarte umwandelt. Mit dem habe ich nämlich was vor. Der Tod ist gekommen. Das macht nichts. Der Tod kann ruhig kommen. Der ist herzlich willkommen. So. Dann verstärke ich das hier mit einer Schwalbe, dann habe ich eine starke Goldkarte. Ich hoffe, er hat jetzt kein Verbrennen oder so. Das wäre uncool. Nice, okay. Haben wir eine 13er Goldkarte und eine 14er Goldkarte. Einwandfrei. So, Stärke um 4 reduzieren. Dann würde ich sagen, Meine Studien sind wichtiger als das hier. Ja, dann würde ich sagen, dann
zerstören wir ihm seine Karte hier. Jede Karte, die auf 0 gesenkt wurde, wird nämlich automatisch auf den Friedhof gelegt. Was hat er denn da? Ein Wasservibe. Ich bin nur froh, dass das nichts nützt, weil die Goldkarten von den Wettereffekten nicht, berührt werden. Könnte man sagen. So, was haben wir denn, Nu? Dich haben wir. Dann könnte ich sie hier auf 10 verstärken. Habe ich eine Karte auf dem Friedhof? Eine Bronzekarte? Jawohl, habe ich. Okay, dann kommt Shani. Ich bin Ärztin. Ich weiß normalerweise, warum ich etwas verschreibe. Das ist sehr gut, Shani. So, dann belebe ich das hier wieder. Und das wird in eine Goldkarte umgewandelt. Sehr schön. Okay, schön für dich. Er hat einen BS gespielt. Ich liege trotzdem mit fast den doppelten Punkten vorne. Und habe mehr Karten auf der Hand, so wie ich das sehe. 2 Karten mehr sogar. So, dann täte ich sagen, ich spiele... Ja, ich spiele dich. Auch wenn es blöd ist momentan, aber es ist halt so. So. Dann wirst du jetzt zerstört. Mit Alsurs Donner kann ich seine Karten um 6 Punkte verringern. Oder schwächen, sagen wir es mal so. Der Erzgreif zerstört alle Wettereffekte auf seiner Seite. Das ist wunderschön, dass die das kann. So, dann kommst du dahin. Zack, zack, 2 Karten auswählen, um jeweils 3 verstärken. Haben wir auch wieder ein paar Pünktchen. Ich frage mich nur eines. Seine stärkste Karte ist die 7er Karte. Okay, dann tschüss, Nebling. So. Jetzt ist seine stärkste Karte die 8er Karte. Okay, interessant. Warum nicht? Hier. Formieren! Den hier verstärken, damit wir möglichst niedrig bleiben mit den einzelnen Stärken. Was ist das? Ertrunkener, keine Fähigkeit, 7 Punkte. Wow. Wow, ich habe schon gewonnen, ich brauche nichts mehr spielen. Ich will auch nicht angeben, ich passe einfach. Ich will nämlich wirklich nicht angeben. So, ich habe die Runde gewonnen, ich habe das Spiel gewonnen. Was sehr schön ist. Und was das beste Feature an ganz Gwent ist, meiner Meinung nach, man kann ein Good Game senden. Man kann einfach ein GG senden. Das ist unglaublich toll. So. Nice, Königinwache. Und ich habe auch von ihm einen GG bekommen. Ich habe eine Karte freigespielt, die mir nichts bringt. Und 5 Erz von seinem GG noch erhalten. Das heißt, man kann sich quasi gegenseitig, wenn es ein tolles Spiel war oder auch wenn es kein tolles Spiel war, kann man sich GG wünschen und bekommt dann vom Gegner immer noch so eine kleine Zusatzbelohnung. Also nicht vom Gegner, aber vom Spiel halt, weil der andere ein GG gesendet hat. Nice. Schön. 195 haben wir jetzt. Das heißt, ich kann mir bald eine 200er Karte herstellen. Huiuiui. Was haben wir denn da jetzt? Die Sammlung. Wir haben eine skellige Karte bekommen. Die wird dann natürlich gleich jetzt erstmal liquidiert. Malen. Aha. Fehler. Bei der Bearbeitung deiner Abfrage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es erneut. Okay, dann gehe ich erstmal zurück. Zurück. Kann ich die Karte jetzt nicht malen, weil ich die gewonnen habe? Kann das sein? Ist das möglich? Malvorgang fehlgeschlagen. Das ist jetzt aber blöd. Das ist der Vorführeffekt. Das war noch nie. Das war ehrlich noch nie. Okay, habe ich irgendeine... Moment, ich möchte noch mal ganz kurz schauen. Neutral. Gerald Igni. Ach, kostet ja auch 800. Wer kostet noch mal 200? Ich weiß es gar nicht mehr. Nördliche Königreiche. War da irgendein Held, den ich noch haben wollte? Dijkstra kostet auch 800. Ist aber auch irgendwie unnötig. Vernon Roche. Ist auch unnötig. Für 800 ist das schon sehr mager. Der blutige Baron hat auch einen tollen Effekt. Entweder einen Fehlgeborenen oder einen Tölpelbold beschwören. Die Effekte könnt ihr ja selber da lesen. Ist auch schon sehr nice. Also
sind auch die Illustrationen wunderschön und alles. Es ist unglaublich, wie toll das alles aussieht. Und es steht auch überall dabei, wer diese Illustration gemacht hat. Weil es wurde ja auch aufgerufen, gesagt, sie brauchen halt Zeichner und Comiczeichner und was weiß ich was für die Entwicklung von Gwent. Und dann stehen auch tatsächlich bei jedem einzelnen Bild stehen auch tatsächlich die Credits dabei, wer das denn gezeichnet hat. Kennst du eine andere Firma, die das so macht? Ich nicht. Aber gut, CD Projekt Red ist natürlich auch eine der besten Spieleschmieden der Welt. Nicht nur Europas oder Polens, sondern der Welt. Es ist definitiv so. Also in puncto Detailgenauigkeit und Community-Beziehung. Ja, das macht nichts. Zerschmettert das Gewürm! Sind die einfach... Also die stehen an der Spitze. Es tut mir leid, ich schleime ungern, aber die stehen einfach an der Spitze. So, was haben wir denn? Geralt und Shani. Okay, du kommst weg und du kommst weg, würde ich sagen, oder? Ich habe die Kuh und Geralt für den ersten Zug. Mein Gegner hat das Spiel abgebrochen. Warum? Dafür kriegt er keinen GG. Definitiv nicht. Tja, haben wir einen Sieg errungen. Okay, er hat uns einen GG geschickt, also kriege ich jetzt auch einen GG. Also kriegt er jetzt auch ein GG von mir. Nice! Haben wir wieder 20 Erz gewonnen. So einfach geht's. So einfach geht's. Ich brauche nur noch 20 Erz, dann kriege ich wieder ein Kartenfass. Verdammt, jetzt will ich ein Kartenfass zeigen, wie das geöffnet wird. Na schauen wir mal, ob wir noch einen Gegner finden. Ich weiß nicht, habe ich mir zu lange gebraucht mit dem Aussuchen? Ich kann es gar nicht sagen. Ankret! Reinschließen! Ja, reinschließen. So. Was haben wir denn da? Das brauche ich nicht zweimal. Das brauche ich überhaupt nicht. Das ist gut, Geralt. Okay. Ja, so geht's dann eigentlich. Annehmen. So, folgendes. Welche letzten Worte? Stell dich lieber nicht meiner Axt in den Weg. Mach ich nicht. So, meine jetzige Taktik ist, eine möglichst starke Karte im ersten Zug aufs Feld zu bringen, damit der Gegner mehrere Karten spielen muss, um mich zu schlagen, wenn er das denn möchte. Ich passe einfach mal. Schauen wir mal, was er macht. Wenn er mehrere Karten spielt, bin ich im Vorteil. Wenn er mich gewinnen lässt, bin ich im Vorteil. Ja. Wobei er auch natürlich im Vorteil sein könnte, weil er bessere Karten auf der Hand hat, aber das weiß man ja nicht so genau. Er überlegt gerade. Er fragt sich, was das soll. Vielleicht weiß er es nicht. Ich weiß es nicht. Ob er es weiß? Her mit den Kronen. Mach zu. Seine Rechnung ging nicht auf. Sirius überlegt gespannt. Er überlegt bedacht seinen nächsten Zug. Keine voreiligen Karten ausspielen. Nun hat er ein Boot gesetzt und gewinnt die erste Runde für sich. So, wir haben verloren mit 5 Punkten Rückstand. Macht nichts. Dafür haben wir eine 2 Karten mehr auf der Hand. So, schön. Wir haben vergolden bekommen. Finde ich relativ nice. Er beginnt wieder. Verbeugt euch vor Modron Freya. Nein. Stell dich lieber nicht meiner Axt in den Weg. Ich werde es versuchen. So, dann spielen wir das Trebok. Dieses wunderbare, wunderbare Trebok. La, 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 la. Und wie gesagt, die Musik ist eigentlich schön. Also richtig gut geeignet Verbeugt für dieses Kartenspiel. Euch vor Modron Freya. Nein. Hunderttausend heulende Höllenhunde.
Ich habe gerade ein Problem. Er wird jetzt das Horn des Kommandanten spielen, wahrscheinlich. Das gefällt mir nicht so gut. Das heißt, ich muss jetzt alles dran setzen, seine Karte zu, schwächen. Als das hier. 100.000 heulende Höllenhunde. Alter. Okay, Skellige ist immer so... Skellige ist immer so ein Verstärkungsdeck, ehrlich gesagt. Und er kann jetzt natürlich auch alle seine Karten daran setzen, mich zu besiegen. Auch wenn er weniger hat, ist es vielleicht ihm möglich, mich zu besiegen. Man weiß es nicht so recht. Er überlegt. Er legt sich eine Taktik zurecht mit den Karten, die ihm verbleiben. Du hast das Herz eines Ankret. So, jetzt bräuchte ich natürlich die Verbrennenkarte. Das würde einiges einfacher machen. Folgendes. Ja, komm. Aber so. Wir sind pleite, wie die letzten Hausierer. Zack. Weg damit. Belästige mich nicht. Alter. Diese... Boah. Diese Verstärkungskarten sind einfach der Horror immer. Was haben wir denn da Schönes? Machen wir so. Ich kann nicht mehr. Ja. Das war seine Taktik. Schön. Okay, dann täte ich sagen, wir machen das so. Was willst du? Das Gute ist, er kann jetzt Verbrennen nicht mehr verwenden. Wenn er es tut, ist er halbwegs dämlich. Schauen wir mal. Wird er passen? Wahrscheinlich. Entweder passen oder seinen Vorsprung noch weiter ausbauen. Er könnte aufs Ganze gehen. Er weiß ja nicht, was ich in der Hand habe. Nice. Das war übrigens die Karte Zerfetzen. Wähle eine Reihe und verringere die Stärke aller Nicht-Goldeinheiten in dieser Reihe um 3. Das hat mir schon einige Male meinen Zug versaut. Na gut. Dann schauen wir mal. Machen wir es so. Ich bin gespannt, ob wir ihn... hinter uns. Ja. Ich bin gespannt, ob wir ihn überhaupt noch einholen können. Es ist jetzt nicht unbedingt... Naja. Zerschmettert das Gewürm! So. Und wie gesagt, der verdoppelt sich dann nochmal. Aber er hat eben 86 Punkte schon. Was jetzt nicht so gut ist. Ja, er passt. Er passt, weil er sich nicht vorstellen kann, dass ich ihn noch erreiche. Dann machen wir Folgendes, machen wir so. Alle vergolden. Dann, wie sieht's denn aus? Plus 7 ist 74 plus 8. Das klappt sogar. Oder plus 8 und plus 8. Ich mache plus 8 und plus 8. Hab dann eine Karte weniger als er. Aber ich habe dafür auch einen Sieg. So, 82 plus... Ja, ich muss die 8er Karte spielen. Tut mir leid. So, ich passe. Ganz knapp gewonnen. Eine Karte weniger. Jetzt kommt es drauf an, wer die besseren Karten hat. Was war das denn? Okay. Siebene Karte. Ich hasse dich. So, jetzt die beiden. Versuchen sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ja, das werde ich nie schaffen.
Niemals. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Modron Freya ist geduldig, aber sie duldet keine Beleidigung. Ja, du hast eh schon gewonnen. Du musst jetzt nichts mehr beleben. Einen Raubzug im Frühling. Ja. Ist egal. Du musst nicht angeben, du hast schon gewonnen. Sehr gut, dankeschön. Nice, das war aber definitiv ein gutes Spiel. Also muss ich schon sagen, es ist auf jeden Fall auch fairer geworden. Im Gegensatz zu The Witcher 3 Gwent. Und vor allem ist auch der Aspekt dazu gekommen, dass man auch gegen andere Spieler spielt. Das ist definitiv genial. Also definitiv sehr, sehr gut. So, dann würde ich sagen, diese Folge ist für heute vorbei. Es waren eh wieder schon so um die 17 bis 20 Minuten. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber so um die 17 bis 20 Minuten waren es jetzt schon wieder. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir haben jetzt noch Stufenfortschritt. Kann ich meinen Stufenfortschritt eigentlich irgendwo sehen, außer auf dem Screen, wo ich gewinne? Nicht wirklich, ne? Aber wir brauchen nur noch einen Sieg, dann bekommen wir wieder 100 Erz. Ich hoffe, das schaffen wir in der nächsten Folge. Dann habe ich 3 Völkchen aufgenommen, dann haue ich die raus. Ich sollte heute noch Witcher aufnehmen, Witcher 1, aber ehrlich gesagt, da hätte ich jetzt dann noch eine Stunde Zeit für. Ich weiß aber nicht, ob wir das machen. Weil ich habe heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Und am Montag muss ich wieder arbeiten gehen. Ich beginne ja wieder zu arbeiten, Gott sei Dank. Naja, egal. Gut, das ist privates Gelaber, das interessiert dich hier kein. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi!